Ultra müde um 9:30 Uhr. Wieso nehme ich um 9:30 Uhr abends auf? Ich bin dumm. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Ninjala. Erstmal ist es nur ein Let's Test, aber ich kann mir vorstellen, dass dazu noch mehrere Videos kommen. Denn das Spiel ist, glaube ich, ganz cool. Ich habe nur das Tutorial gespielt, also weiß nicht, ob es cool ist. Aber alleine, weil man hier in diesem Menü, passt auf, schon Sachen machen kann. Hier, wenn ich zum Beispiel am Trainieren bin und wenn er da seine Liegestütze macht, dann knickt er irgendwann ein. Jetzt. Und die Katze guckt nur so und der andere stampft einfach auf mich drauf. Richtig der böse Typ. Ja, dieses kleine gelbe Etwas da, das ist nämlich mein Kaugummi-Kompagnon-Dojo-Meister. Der macht hier zum Beispiel auch manchmal was, da fällt er runter. Das ist so süß. Und dann geht er einfach so rein, als wäre nichts passiert. Super funny. Aber hier zum Beispiel auch, da sind wir voll am Meditieren. Und weil wir gehen, schlägt er uns eine rüber. Und er mahnt uns, dass wir doch bitte wieder meditieren sollen, ohne zu gehen und das ernst nehmen sollen. Das ist auch so eine coole Szene mit der Katze im Hintergrund, einfach als sein Reittier. Und er bewacht mich, dass ich das auch, ja, brav mache. Wir gehen gleich ins Spiel rein, Leute, aber ich wollte euch die einmal zeigen, weil die sind wirklich witzig. Hier, in dieser Szene will er einfach Essen haben, weil wir an unsere Chipstübel gegangen sind. Jetzt ist er wütend, weil er nichts bekommen hat. Und jetzt verlangt er Essen. Und wir stimmen zu. Und jetzt ist er richtig der krasse Ninja. Und deswegen ist er auch mein Dojo-Meister. Weil er so krasse Moves drauf hat. Und die letzte Szene ist diese hier. Da schläft dieses Kaugummi etwas eigentlich da einfach unter der Katze. Aber ab und zu, wenn man hier reingeht, genau, schlägt die Katze ihn mit dem Schweif. Daraufhin wird er böse und schlägt die Katze zu Brei. Beziehungsweise versucht das, aber die Katze ist einfach zu krass. Und wir haben wieder das Nachsehen. Und diese komische Dojo-Rolle da, oder Shinto-Rolle, ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt, ist einfach das Handy in dieser Welt. So, ja, gut, jetzt haben wir schon viel zu viel gequatscht hier, weil es gar nicht interessant oder so. Es ist, wer noch gar nicht weiß, was das für ein Spiel ist, es ist kostenlos für die Switch, by the way, wir spielen das hier auf der Switch. Heißt Ninjala, wie gesagt, ist ein Ninja-Kaugummi-Action-Spiel, wie die Macher das selber sagen. Ich zeige euch nur ganz kurz nochmal hier was. Und zwar gibt es verschiedene Kampfausrüstung, da der rechte Typ bin ich. Und ja, es gibt verschiedene Waffen. Ich glaube, da kann man auch noch mehrere freischalten, aber von Anfang an hat man schon gleich diese 12 hier. Und dann gibt es auch verschiedene Waffenarten. Also das hier ist die Anfangswaffe, das ist einfach ein Ippon-Katana. Mit dem werde ich jetzt auch erstmal spielen, dann seht ihr gleich, was der kann. Aber es gibt zum Beispiel auch noch hier diese Bohrer-Bestien. Bei denen bin ich mir nicht so ganz sicher, was die machen, aber ich glaube, die sind schneller als die Anfangswaffen. Und dann gibt es hier noch andere, dass man so ein bisschen tankiger ist. Ihr seht da unten rechts auch, wie viele Leben man hat, wie schnell man mit der Waffe ist. Mit diesen Hämmern hier ist man zum Beispiel langsamer, hat dafür aber viel mehr Leben. Und ich glaube, die werden auch mehr Damage machen. Also dieser Sushi-Hammer zum Beispiel macht mehr Damage. Und gibt dann aber auch ein bisschen Leben dazu. Das Design von diesem Sushi-Hammer finde ich übrigens auch mega cool gemacht. Ohne Witz, ist einfach so ein Sashimi obendrauf. Und dann gibt es noch so einen Fidget Spinner, da hat man am wenigsten Leben, ist aber am schnellsten unterwegs. Habe ich allerdings auch schon einmal ausprobiert und die Angriffsgeschwindigkeit von den Dingern gefällt mir nicht so gut. Und ja, wie gesagt, wir spielen jetzt erstmal den Ippon-Katana, man kann sich auch noch mehr anpassen, zum Beispiel das hier der Kaugummi-Illusion, dein Dojo-Meister, ein anderer Wert. Ich habe leider noch keinen anderen. Und auch, wenn man lange spielt, dann habe ich jetzt zum Beispiel 20 Punkte frei, wie ihr seht. Und ich habe bisher nur diese abrupte Explosion und die kostet mich 12 dieser Gesamtkostendinger. Und die kann man sich aber später hier auch noch freischalten mit irgendwelchen Medaillen, die man irgendwo herbekommt. Keine Ahnung woher. So, das sollte jetzt erstmal lang. Es gibt auch Kampf-Emotes etc. Aber das gucken wir uns nicht alles jetzt an, sondern wir gehen jetzt ins Spiel rein. So, die Sache ist, ich habe es halt noch nie gespielt. Auf jeden Fall nicht gegen echte Gegner, nur mal im Training. Da gehen wir jetzt auch als erstes rein, weil ich möchte euch erstmal zeigen, was mein Typ so allgemein kann. Und damit ich mal kurz wieder reinkomme, weil das Tutorial ist schon wieder 2 Stunden her und mein Kopf kann sich nichts länger als 5 Minuten merken. Man kennt's, Leute. So, also so sieht's im Spiel aus. Wir sind quasi dieser Ninja, der auch diesen coolen Ninja-Move drauf hat. Also der läuft so cool. Und links seht ihr die Leben von meinem Typen. Man kann sich verwandeln. Da wird die Gegner eigentlich sehen. Und das entspricht immer den Objekten, die am nächsten an dir dran sind. Hier gibt es jetzt gerade nichts, deswegen ist standardmäßig einfach so eine Kiste, mit der kann man sich auch bewegen. Ist ganz witzig. Unten rechts seht ihr allgemein die Attacken, die ich so drauf habe. Mit Y kann ich zum Beispiel an Gegner einfach ran dashen und die dann kaputt schlagen. Diese komischen roten Dinger machen, dass ihr, wenn ihr unten links nochmal guckt, unter meiner Lebensanzeige ist so eine gelbe Anzeige und die geht immer um ein hoch, je mehr ich von diesen roten Dingern kaputt mache. Jetzt habe ich davon schon 6. Und wenn man genug davon kaputt gemacht hat, man kann nämlich auch so eine Kaugummiblase machen. Umso größer wird diese Kaugummiblase. Und was man mit diesen Kaugummiblasen machen kann, zeige ich auch gleich. Also erstmal, ich glaube, wenn man 7 hat, nee, okay, wenn man 8 hat, müssen wir doch mal ganz kurz den da drüben töten. Stirb! Pau, pau, pasch!
Genau. So, jetzt ist unsere Anzeige nämlich blau. Und jetzt können wir eine Blase blasen und A drücken. Und dann haben wir einen Riesenschläger. Und ich glaube, das zählt jetzt sogar für das Rest des Matches, dass der etwas so groß ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ansonsten kann man die Blase auch noch wegschießen auf den Gegner. Und der macht dann Schaden. Zum Beispiel da auf diesen NSC, wofür auch immer NSC steht. Und dann hat er ein bisschen Schaden zumindest bekommen. Ist ganz cool. Und ja, das ist es quasi. Und ansonsten greift man halt nochmal an und schlägt dann die Gegner alle tot. Pow, pow, pow. Da kann man richtig coole Kombos machen. Erinnert so ein bisschen, finde ich, an diese Dragon Ball Z-Kampf-Dinger. Aber ja, so funktioniert das im Prinzip. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch wieder raus. Und ja, je nachdem, welche Waffe man halt ausgerüstet hat, sind die Fähigkeiten dann auch anders. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich die alle noch nicht kenne, wie das jetzt gegen echte Gegner funktioniert. Es gibt ein schnelles Spiel, wo einfach Battle Royale, also alle gegen alle, kämpfen. Es gibt aber auch, habe ich schon gesehen, Team-Match. 1 bis 8 Spieler, soweit ich weiß. Es gibt sogar einen Offline-Modus, den muss man sich allerdings frei kaufen. Für 5 Euro, glaube ich, momentan. Kann ich euch also leider gerade nicht zeigen. Und wir gucken mal in der Lobby. Was gibt's da so? Gibt's da überhaupt irgendwas? Okay, es gibt einen Umgebungskampfmodus und einen normalen Modus. Die Sache ist, die sind jetzt aber alle Battle Royale. Ich glaube aber wirklich, es gibt noch einen anderen. So, auf dem ersten Eindruck hat es mich an Splatoon erinnert. Ich habe Splatoon nie gespielt. Und ja, ich weiß, Splatoon ist ja eigentlich mit den Waffen und so. Und da muss man Sachen einfärben, um zu gewinnen. Das ist hier nicht so. Aber rein vom Stil und dass das halt so eine Arena ist. Ja, okay, eigentlich kann man es nicht vergleichen. Bliblablub, aber es ist auch von Nintendo. So, let's go! Hey, hey, hey! Ach, guck mal, wir können uns sogar die anderen angucken. Also, ich bin ja wohl der Coolste hier. Komisch, und hat so einen Miku-Abschnitt hier verschnitt. Nein, der sieht genauso aus wie ich! Hey, wieso hat er eine dunklere Stimme? Battle Royale, erziele viele Punkte! Ich würde aber gerne lieber mit anderen spielen, wenn ich ehrlich bin. In der WNA-Akademie. Stimmt, ich weiß gar nicht, wie viele... Da bin ich, hallo! Die alle denselben Emote ausgerüstet haben. Den kann man übrigens auch noch ändern. So, okay, jetzt geht's richtig los. Ey, ich habe euch noch nicht eine Sache erzählt. Also diese gelben Punkte hier, die sind erstmal dafür da, dass man seine Anzeige wieder aufrüsten kann. Wenn ich mich hier zum Beispiel verwandle, dann verwandle ich mich auch in so einen Mülleimer. Ist ganz witzig. Und ich kann, wenn ich so eine Blase blase und dann in der Luft nochmal B drücke, dann kann ich so ein bisschen dashen. Das kostet allerdings diese gelben Dinger. Aber dafür bin ich für diese Zeit halt auch schneller unterwegs. Jetzt habe ich natürlich gar nichts gemacht und die Leute bekämpfen sich schon alle. Ich habe trotzdem irgendwie 5 Punkte bekommen. Keine Ahnung warum. Aber ich brauche jetzt hier mal so ein Teil. Come on. Wieso hat er so viele Leben? Okay, wir leben. Alles cool. Wir könnten die jetzt natürlich austricksen. Ah, oh Gott. Nein, du kriegst mich nicht. Hör, niemals. Okay, super ausgewichen. Das habe ich sehr gut gemacht, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir springen jetzt einfach mal in die Action rein und töten alles und jeden. Nein, nein. Oh, was muss ich... Oh Gott, das ist ja ganz anders als... Oh Gott, was... Hä? Okay, das ist irgend so ein Minispiel. Ich glaube, wenn man... Jetzt bin ich leider gestorben. Ich glaube, wenn man dasselbe drückt, also dieselbe Attacke macht, dann muss man ganz schnell in eine Richtung drücken, in die richtige Richtung, um den Gegner anzugreifen. Und das habe ich gerade, glaube ich, verpeilt. Hat mir aber auch keiner erklärt, wie das geht, Mama. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen da ganz schnell rüber und holen uns nochmal dieses Teil. Wenn das hier kein anderer haben will, dann machen wir uns gleich einen riesigen Waffenteil. Dann sind wir, glaube ich, richtig cool unterwegs. Wenn wir den da drüben noch bekommen, weil die Runde geht ja noch 2 Minuten. Ich glaube, da sind wir gut dabei, wenn wir den hier noch kaputt machen. Pow, zack. So, große Waffen-Check. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Man kann seine Waffen auch noch irgendwie aufrüsten mit irgendwelchen... Das ist einfach ein Frosch. mit irgendwelchen Feuer... Gimsels, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und dann sind die, glaube ich, besser oder sie sehen nur besser aus. So wie ich das mitbekommen habe, ist das hier alles so kosmetisch, wenn man Sachen macht. Also kein Pay-to-Win, ein Glück. Ich glaube, man muss sich für eine Richtung entscheiden. Und wenn man sich dann für eine richtige Richtung entscheidet... Alter, guck mal, wie ich den kaputt mache, Leute! Dann ist man, glaube ich, cool. Ich habe leider so kaum Leben mehr. Nein, lass mich in Ruhe! Nein, er hat mich verwandelt! Nee, er hat mich... Was hat er denn gemacht? Ich war einfach so ein Kaugummi-Typ, aber ich bin einfach Zweiter. Ich habe gar keinen Plan, was ich mache. Aber der hat mich... Ich glaube, der hat irgendwie so eine Superattacke gemacht. Jetzt bin ich nur noch Dritter. Nein, come on. Ich möchte zumindest... Du hast keine Leben mehr. Come on. Nach links. Und zack, weggeknuddelt. Richtig weggenippont habe ich dich. Du Blöder. Okay, komm. Den Skorpion. Hä, wieso sieht der anders aus? Hä, bringt der mehr? Komm, los. Warum hat er so einen Regenschirm? Ich bin so verwirrt. Links, rechts? Okay, rechts. Okay, den haben wir bekommen.
Und hoch, hoch, hoch. Und nein, ich habe doch meine Special Attack. Die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und rechts blinkt das ja jetzt so ein bisschen. Ich habe diesen... Sorry, dass ich so aufgeregt bin, aber das ist auch irgendwie aufregend. Hä, bringen die jetzt mehr Punkte oder warum haben die so einen Regenschirm? Ich habe auf jeden Fall unten rechts, bleibt bei einem Thema, Dizzy, habe ich so einen Wirbelsturm. Das ist meine super Special Attack. Wenn ihr irgendwie League of Legends oder so spielt, dann würdet ihr das vielleicht kennen. Hui, das ist quasi meine Ulti. Oh, komm. Nein, los, dash an ihn ran. Nein, das ist nicht an den, an den anderen. Genau, nipp von ihm weg. Und nipp von den anderen auch noch weg. Hurra, an hinten ran geduddelt wie ein echter Ninja. Doppel-Nippon. Na, oh, ich war ganz kurz Erster. Leute, das war richtig gut. Du kannst gar nichts. Nach oben. Nein, das war falsch. Au, 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 au. Lass dich in Ruhe jetzt. Jetzt aber. Ich habe gar keine Ahnung, was ich mache, aber es sieht gut aus. Komm. Ah, was? Ich hatte richtig viele Leben und er hat mich einfach weggenippert. Scheiße, ich habe nur noch 10 Sekunden, um Erster zu werden. Bitte, kann ich mal bitte wieder reinkommen? Oh no. Ja, ich krieg keinen mehr tot. Nein. Das ist sad, Leute. Das war ganz schön aufregend. Oh Gott. Wie so ein Kind. Aber Zweiter geworden. War voll knapp. Aber ich habe trotzdem eine Goldmedaille bekommen. Nein, ich bin leer. Ach so. Was? Man kriegt noch Zusatzpunkte. Hä? Okay, ich bin trotzdem Zweiter geblieben. Da, der Linke bin ich. Wow. Hä, das war ja mega funny. Okay, ich bin jetzt Level 2. Bin 2 Ligen gleich aufgestiegen. Hab Bronzemedaillen und Silbermedaillen bekommen. Okay, muss man wirklich Erster werden für die Goldmedaillen, ja? Und Upgrades habe ich auch bekommen. Keine Ahnung, was ich hier alles gemacht habe, Leute. Guck mal, ich habe Belohnungen bekommen. Hä? Aber gegen Menschen ist das aber was ganz anderes als gegen diese NPCs, die einfach gar nichts machen. Aha, jetzt sind wir einfach wieder hier. Okay. Also als Einblick langt das wahrscheinlich sogar schon. Ich zeig euch trotzdem noch kurz Sachen. Charakter 1? Habe ich... Oh, ich habe eine neue Musik bekommen. Ah, da hört übrigens auch mal rein. Die Musik, die Standardmusik ist schon mega geil. Hört mal zu. Gehe ich richtig drauf ab, Leute. So richtig schön asiatisch. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, man kann sich auch noch andere Sachen anziehen. Ich habe zum Beispiel schon diese Kopfhörer angezogen. Normalerweise hat man gar nichts. Oder auch eine Brille, aber die fand ich ein bisschen komisch. Die Kopfhörer sind auch mega weird, wie er die trägt. Das triggert mich auch richtig, wenn jemand so seine Sonnenbrille trägt. Also wisst ihr, dass die Brillengläser hinten sind? Wer macht sowas? Wenn ihr das macht, dann hört damit auf, bitte. Dann haben wir hier in Kampfausrüstung noch irgendwas Neues. Genau, es gibt nämlich noch so Kaugummi-Dinger. Kann man aber wohl nur für 10 Matches dann einsetzen, deswegen ist da glaube ich die 10. Und dann ist das so ein Flammending. Ich glaube, das ist einfach nur ein Skin. Und dass der nicht macht, dass man irgendwie stärker ist oder so. Aber das gibt's auf jeden Fall auch. Achso, und diese Shinobi-Karten hier kann ich dann gegen Medaillen eintauschen. Muss ich dann halt festlegen mit seinen 20 Gesamtpunkten, welche, für was man hier Punkte einsetzen soll. Man könnte zum Beispiel hier diesen 12er, die abrupte Explosion, und den 8er hier mit Meister der Illusion reinpacken. Ich habe diese Illusion auch viel zu selten genutzt, fällt mir gerade auf. Und dann wäre man schon voll. Also 2 Perks kann man hier mitnehmen. Ah ja, und hier kann ich das auch noch verbessern. Ach, das sind verschiedene. Guck mal hier, ich habe Lebensregeneration, einen Jutsu-Balken plus Renegation S-Energie. Okay, also die Karten haben Unterpunkte, wo sie dann auch noch anders drauf sind. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, da muss man sich irgendwie mal reinfuchsen, damit man wirklich weiß, was da abgeht. Jo, ansonsten wäre es das eigentlich, so für den kleinen Einblick. Ich kann euch nochmal kurz den Shop zeigen, damit ihr wisst, wie viel die Sachen so kosten, weil es halt Free-to-Play ist. Das finde ich immer ganz interessant so. Hier der Yala-Shop. Man kriegt übrigens gerade, weil das schon 2 Millionen mal runtergeladen ist, irgendwie von Anfang an 300 Yala. Und 300 Yala sind so umgerechnet ungefähr 50 Cent, vielleicht 60 Cent. Denn ihr seht hier, man kriegt 500 Yala für 1 Euro. Um das jetzt in Relation zu setzen, ist aber auch nur einmalig, sehe ich gerade. Oh, okay, nee, eigentlich kosten dann... Ein Yala kostet 1 Cent. Oh, das ist teuer. Und man kann einmalig für 1 Euro 500 Yala kaufen. Okay. Quasi um den Einstieg ins In-Game-Shoppen zu erleichtern, dann wird man einmal schon mal die Kontodaten hinterlegt hat quasi. Dann kann man immer wieder nachkaufen. Naja, und was kriegt man dafür? Hier, zum Beispiel im Item-Shop kriegt man neue Items. Das sind allerdings alles nur Skins, das finde ich schon mal sehr gut. Also es ist kein Pay-to-Win.
Und hier gibt es auch jeden Tag neue Sachen. Die rechten Dinge hier sind aber nur Sticker, die so wenig kosten. Die kann man dann, glaube ich, während des Spiels einfach spammen. Ganz witzig. Der hier sieht sehr, sehr cool aus. Aber ich habe leider von da zu wenig Jahre dafür. Aber guck, dann hätte man schon mal so eine geile Ayakashi-Maske. Die sieht schon cool aus. So einen habe ich nämlich auch in meinem Zimmer, muss ich sagen. Diese Voice-Masken aus Japan, so geil, ey. Kann ich mir leider nicht leisten. Dann müsste ich ja einen Euro ausgeben, damit ich mir die leisten kann. Aber die gibt es auch nur heute, Leute. Oh, shit. Sollte ich mir das kaufen? Werde ich dieses Spiel je jetzt wieder spielen? Wenn man das für Goldpoints kaufen kann. Ja! Ich kann einfach meine Goldpoints dafür nutzen. Leute, ja, easy game. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel jemals wieder spiele. Aber ja, komm hier, nimm meinen Euro. Ich will diese Maske haben. Ja, 500 Jahre habe ich mir gekauft. Geil! Und jetzt sollte das eigentlich verschwinden, weil man kann es nur einmal im Leben machen. Ja, aber das war ja ein Schnapper hier, Leute. Jetzt habe ich einfach 800. Jetzt hole ich mir so eine richtig geile Maske für 400. Ja, komm, gib her. Nom, nom, nom. Geil. Ich hoffe, die ist nicht nur für diesen Charakter, sondern ich kann die wirklich für jeden Charakter benutzen. Sonst wäre das jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen. Es gibt ja noch einen Season Pass. Der ist meiner Meinung nach auch, naja doch, 10 Euro kostet der einfach. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt, auch was diese Liga-Dinger hier bringen. Man kann sich eine Liste angucken mit den Belohnungen, aber da blicke ich halt gar nicht durch. Eventuell ist das irgendwie tägliche Belohnungen, die man nur bekommt, wenn man das Ding hat. Wir können ja mal gucken hier. Nee, guck, es geht nämlich über 36. Also keine Ahnung, das sind auf jeden Fall nicht die Tage. Ich weiß nicht, was genau oder wann man hier irgendwas bekommt, wenn ich ehrlich bin. Ja, und dann gibt es hier noch die Kaugummi-Automaten, wo man auch für Jalas sich irgendwelche Sachen holen kann. Soll ich einfach mal 100 Dinge ausgeben? Hier, komm, einmal 100 Jala. Wir haben ja das Geld. So, gib mir coole Kaugummis. Oh Gott. Die Animation. Und? Ah, ist das so eine... Ach, schade. Wir haben ein Maiskaugummi bekommen. Weintraube. Toll. Ist aber auch nur ein Skin, gell? Oh, wir kriegen noch mehr. Was kriegen wir denn noch? Digga, ein Hokuspokus-Kaugummi. Okay. Lol. Ich habe so lange kein Loot-Opening mehr gemacht. Oh, der sieht cool. Shinobi-Kaugummi. Guck mal, diesen geilen Fidget-Spinner. Damit sieht man richtig reich aus. Ist Juwel selten? Leute, ist das selten? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist bestimmt Seltenheitsstufe, aber ich habe halt keine Ahnung. Okay, der ist langweilig. Der sieht ganz cool aus. So ein bisschen... So ein Jojo hatte ich, glaube ich, auch früher, wo einfach so Konfetti mit drin war. Okay, Komet-Design anscheinend. Gibt's noch? Eine blaue Schriftrolle finde ich auch ganz cool. Die passt zu meinen Haaren. Wann ist denn das hier mal vorbei? Lol. Einfach eine Chips-Tüte als Schriftrolle. Cool. Wie viele Sachen haben wir bekommen? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen. Gut. Das soll es dann aber erstmal gewesen sein. Wir haben eine Runde gespielt. Ich habe euch ein bisschen hier was gezeigt. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es eigentlich ganz witzig, deswegen habe ich ja jetzt auch einfach mal einen Euro ausgegeben. Einfach mal einen Euro, Leute, ich hab's ja. Nein, habe ich eigentlich nicht, aber egal. Waren ja nur Goldpunkte, nicht wahr? Ich setze die Satz sowieso nie ein. Joa, und wenn ihr noch mehr Folgen davon sehen wollt, wie ich auch mal eine andere Waffe oder so spiele, dann könnt ihr das aber in die Kommentare schreiben. Man kann halt, wie ihr gesehen habt, auch eigene Lobbys erstellen. Das heißt, wir könnten sogar zusammen irgendwie spielen, wenn ich da irgendwann mal wieder zu einem Stream komme. Wenn man diese Ninjala-Kämpfe freischaltet, auch keine Ahnung. Naja gut, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich habe viel zu viel gelabert und viel zu wenig gespielt. Aber ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.